Ja, hallo und willkommen beim Vegan im Quadrat 2017, sage ich mal ganz frech im Namen der Veranstalter. Ich bin Achim Stamberger von Arriva, Vorstandsbeauftragter dort seit kurzem. Lebe selbst seit etwa 10 Jahren vegan und habe vorher 20 Jahre vegetarisch gelebt, Veganer für ziemliche Spinner gehalten, aber das hat sich dann irgendwann geändert. Und die Gründe dafür, beziehungsweise ganz grundsätzlich die Frage, was heißt denn eigentlich vegan leben und wieso sollte das normal sein, inwiefern ist es auch normal, die möchte ich heute kurz ansprechen. Das ist als Vortrag eigentlich für Einsteiger gedacht. Das heißt, wer vegan schon länger lebt, wer die ganzen Argumente vorwärts, rückwärts kommt, erkennt, der kann auch gern was essen gehen jetzt. Ansonsten freue ich mich natürlich über jeden und jede, die sitzen bleibt. Genau, der Vortragstitel lautet Vegan leben extrem normal. Warum dieser Titel? Das Wort vegan, der Begriff vegan, diese Lebensweise begegnet einem heute ja überall in den Medien, oftmals aber gar nicht unbedingt gleich benutzt. Heute ist es jedenfalls ziemlich normal, ob man in den Supermarkt geht oder auf einer Speisekarte, dieses Wort auch mal zu finden. Das war noch vor ein paar Jahren ziemlich anders. Also heute kennt jeder jemanden, der vegan lebt oder jemanden, der jemanden kennt, der vegan lebt. Das war vor ungefähr 10 Jahren, als ich angefangen habe, noch nicht ganz so. Und ich habe damals als eine der ersten Kampagnen, die ich so wahrgenommen habe, eine Kampagne von United Creatures in Österreich wahrgenommen. Und die hatte diesen Titel: Vegan leben ist ganz normal. Was haben die damals gemacht? Zu dem Zeitpunkt, als es eben überhaupt gar nicht Standard und normal und bekannt war. Die haben versucht, Menschen aus verschiedenen Bereichen einfach darzustellen. Eine Rentnerin vom Lande und einen Unternehmensberater mit seinem Privatjet und ein ziemlich bekanntes Wirtsehepaar aus Österreich und dann noch einen Biobauern und haben eben mit dieser Serie zeigen wollen, hey, Menschen aus allen Richtungen leben vegan. Kann doch nicht so schwierig sein. Das sind doch Leute wie du, wie ihr. Das könnt ihr doch dann auch machen. Das war damals das Ziel. Wie ist es dazu gekommen, dass heute der Begriff bekannter geworden ist? Wenn man mal schaut, so die Google-Statistik der Jahre 2004 bis 2014 hier auf der Grafik, dann sieht man, hier fängt es an 2004, dass es bis etwa 2010 eine leichte Entwicklung gab, die aber ziemlich vor sich hingedümpelt hat. Also das ist einfach die Statistik des Suchbegriffs vegan. Wie oft wurde der Begriff vegan gegoogelt, gesucht? Und ab 2011 etwa ging das nach oben und ab 2012, 13 dann steil nach oben. Das ist eine Erfahrung, die ich persönlich auch bestätigen kann, denn ich gehöre auch zum Organisationsteam vom Vegan Street Day in Stuttgart. Wir haben 2010 angefangen und damals mussten wir der Stadtverwaltung noch erklären, was vegan denn überhaupt sein soll. Inzwischen sind die sehr stolz darauf, dass es uns gibt in der Stadt. Das ist auch schön, das macht manches einfacher. Und wir haben eben mitgekriegt, wie diese Explosion zwischen 2010, 2011, 2012 stattgefunden hat. Das korreliert so mit dieser Veröffentlichung der Bücher von Attila Hildmann. Ich sage es korreliert, weil ich nicht sagen will, das eine hat das andere verursacht. Aber es ist jedenfalls auffallend, dass 2011 dieses erste Buch erschien, Vegan for Fun, was als Spiegel-Bestseller, als erstes veganes Kochbuch ein Spiegel-Bestseller wurde. Dann kam 2012 Vegan for Fit, was insofern interessant war. Das war dieser Ansatz mit dieser Challenge. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder davon gehört habt. Dieser Ansatz: Du musst ja nicht gleich vegan werden, versuch's doch mal 30 Tage, ob du dich dann besser fühlst. Und das scheint die Leute irgendwo erwischt zu haben. Also, ich kann es nur mutmaßen. Denn 2013 hatten wir dann in Stuttgart plötzlich 10.000 Besucher, nachdem es 2010 so geschätzt vielleicht 1.500 waren, die aber aus der ganzen Republik herkamen. Und dann hatten wir fast das Zehnfache, ein paar Jahre später, 2 Jahre später. Also es war hochinteressant. Ja, was ist denn nun eigentlich vegan? Wie wird denn dieser Begriff wahrgenommen? Ist vegan eine Sportlerdiät, wie man manchmal meinen könnte? Viele Leistungssportler haben das ja so als Fitnessdiät angepriesen, wie zum Beispiel der Brandon Brazier, das ist ein Triathlet, der 2 Kochbücher auch geschrieben hat über veganes Essen. Und viele Leute, die sportlich sehr aktiv sind, die schwören auch auf vegane Ernährung inzwischen, von wegen bessere Ausdauer und weniger Beschwerden nach dem Training. Was man auch häufig findet, ist vegan eben als Diät. Deswegen habe ich den Begriff auch ganz bewusst und
etwas provozierend vielleicht eingebracht. Die ganzen Frauenzeitschriften, Modezeitschriften haben diesen Begriff vegan durchdekliniert. Die vegane Diät hier, die vegane Diät da. Dieses Bild zum Beispiel stammt von Abnehmen 1, 2, 3 nett. Also wenn es um Abnehmen und Gewichtsverlust geht, scheint vegan immer gut zu sein. Ich kann es für mich nicht bestätigen. Ich war nie so schwer wie heute, aber es scheint zumindest zu gehen, wenn man das will. Ist es eine Öko-Diät? In gewisser Weise kann man das sagen, denn die vegane Ernährung braucht natürlich sehr viel weniger Ressourcen als ein Essen, eine Lebensweise mit tierischen Produkten, ist ja klar, weil tierische Produkte ja sekundäre Produkte sind, das heißt die sogenannten Veredelungsprodukte. Man muss also ein Vielfaches an Kalorien reinstecken, um eine bestimmte Kalorienzahl, die man nachher als Fleisch, Milch, was auch immer konsumieren möchte, rauszukriegen. Ist vegan das Rezept gegen den Welthunger? Sicherlich auch, ein Stück weit. Also die UN hat ja vor Jahren schon gesagt, um die dringendsten Klimaziele noch erfüllen zu können, wäre es sehr, sehr sinnvoll, wenn man auf eine pflanzliche Ernährungsweise umsteigt. Die haben nicht gesagt rein pflanzlich, aber der Trend muss ganz klar dahin gehen. Und natürlich wäre rein pflanzlich das Konsequenteste und das Hilfreichste. Und so ähnlich ist es ja auch mit der Ernährung der Weltbevölkerung. Ja, wir haben jetzt über 7 Milliarden Menschen auf der Erde. Bis Mitte des Jahrhunderts sollen es 9 bis 10 Milliarden werden, vielleicht sogar 11. Und wenn wir die ernähren wollen, dann führt kein Weg drumherum, diese sehr aufwendige Lebensmittel, in Anführungszeichen, Produktion mit Tieren extrem runterzuschrauben, am besten zu versuchen, die abzuschaffen. Die Wirkung solcher Appelle der UN ist allerdings bisher nicht besonders groß. Das ist ähnlich wie bei den Friedensappellen der UN. Man sagt das halt mal, das macht nicht wirklich jemand. Meistens bringt es mehr, wenn man den Leuten einen Vorteil der für sie selbst bietet. Deswegen wird das Thema Gesundheit auch oft in den Vordergrund gestellt. Also vegan wird, wie es so schön heißt, als die gesündeste Ernährung bezeichnet. Ist es das? Naja, man kann sich sicherlich sehr, sehr gesund vegan ernähren. Es hilft bei vielen sogenannten Zivilisationskrankheiten, die zu vermeiden. Aber es gibt gesunde Ernährungsweisen sicherlich mit und ohne Tierprodukte. Man kann also nicht sagen, wer ab und zu mal ein Glas Milch trinkt oder ein Schnitzel isst, der ist deswegen schon auf dem Weg ins Grab. Das sind wir zwar alle, aber der ist nicht schneller auf dem Weg ins Grab als andere. Also als gesündeste Ernährung das zu bezeichnen, finde ich schwierig. Ihr habt von der China Study vielleicht gehört, die ja sehr umstritten ist, weil die sich sehr, sehr stark auf die Rolle von tierischem Eiweiß beschränkt und die Nachweisführung dafür eben nicht so wissenschaftlich solide ist, wie man sich es wünschen würde, sondern es gibt hier Korrelationen, ja, aber man kann nicht wirklich eine Ursache-Wirkung nachweisen dafür. Ein neuer Titel, den ich jetzt leider noch nicht hier reingebracht habe, ist ja dieser Film What the Health, der auch sehr stark in diese Richtung geht. Also da sind sicher sehr richtige Ansätze drin, aber man muss es auch mit Vorsicht genießen, denn wissenschaftlich kann man nicht sagen, dass eine vegane Ernährung die gesündeste Ernährung ist. Man kann sich sehr gesund vegan ernähren, man kann sich aber auch ungesund vegan ernähren. Grundsätzlich muss man auf einen möglichst einfachen Nenner zu bringen, heißt vegane Ernährung. Ich ernähre mich ohne tierische Produkte. Das heißt, ich lasse alles, was Fleisch ist, auch das Fleisch von Fischen natürlich, Fleisch aller Tiere, lasse ich weg. Ich trinke keine Milch von Tieren, esse keine Milchprodukte, keine Eier, keinen Honig, keine Gelatine und was sonst noch beim Schlachten alles so anfällt, das will ich alles nicht haben. Das ist aber nur die Ernährungssache. Das ist das, was die meisten Menschen so mitbekommen. Meistens geht es eben, deswegen hatte ich das Stichwort Diät genannt, um Ernährung. Aber das ist ja nicht alles, sondern es geht ja auch um ein Leben ohne tierische Produkte, wenn man mal an die Tiere denkt. Das heißt, man isst nicht nur Dinge, die nicht von Tieren kommen, sondern man verwendet eben auch nichts anderes. Man verwendet keinen Pelz, kein Leder, kein Horn, keine Wolle, keinen Knochenleim, was sehr schwierig ist, wenn man zum Beispiel Gitarre spielt. Kaufen Sie mal eine Gitarre ohne Knochenleim, das wird lustig. Es gibt einen Hersteller am Bodensee übrigens, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Oder ohne Bienenwachs. Ich weiß nicht, wer von Ihnen hier weiß, dass Äpfel im konventionellen Bereich oftmals mit Bienenwachs gewachsen sind? Oder sein können? Okay, also es kann sein, Sie kaufen das klassische vegane Produkt im Supermarkt, Äpfel, und plötzlich ist da Bienenwachs dran. Ist zulässig? Muss man wissen, also Tierprodukte sind heute in unserer Gesellschaft fast überall drin und es ist sehr, sehr schwierig, die ein Leben ganz
ohne Tierprodukte dadurch zu führen. Deswegen heißt es ja auch manchmal, 100% vegan geht gar nicht. Deswegen fange ich gar nicht erst an, was natürlich Blödsinn ist, sondern man muss bei sich selber anfangen und dann kann man solche Dinge wie ein vollkommen intransparentes Deklarationssystem eben auch verändern, kann die Gesellschaft verändern und kann dafür sorgen, dass irgendwann 100% vegan eben doch mal geht. Ja, warum komme ich jetzt zu den Tieren? Der Begriff vegan ist 1944 geprägt worden von Donald Watson, dem damaligen Vorsitzenden und Gründer auch der Vegan Society in Großbritannien. Und diese Vegan Society war lange federführend und ist es im Grunde in manchen Bereichen heute noch. Die hat 1979 dann ein Memorandum rausgegeben und beschrieben, was vegan denn bedeutet. Und dort heißt es, vegan zu leben heißt, so weit wie möglich und praktisch durchführbar, Stichwort Bienenwachs im Apfel oder Tierkohle in den Reifen im Auto oder das Kupfer, das mit Gelatine geklärt wird und in meinem Laptop drin steckt. Ich kriege kein anderes Kupfer, das geht einfach nicht. Soweit wie praktisch durchführbar, alle Formen der Ausbeutung und Grausamkeiten an Tieren für Essen, Kleidung oder andere Zwecke zu vermeiden. Das heißt, der Begriff vegan kommt eben zunächst mal nicht von meiner Gesundheit, er kommt nicht von der Ökologie, er kommt ganz klar von unserem Umgang mit Tieren. Es ist ein ethisch geprägter Begriff. Das Ziel des veganen Lebens, ich habe gerade gesagt, es ist, kann nur ein Weg sein, weil man es nie hundertprozentig schafft im Moment, aber das Ziel ist, ein Ende der Ausbeutung zu erreichen von Tieren, Tiere zu emanzipieren. Emanzipieren, das Wort haben Sie vielleicht schon mal gehört in dem Zusammenhang. Meistens kennt man es ja eher so von Frauenbewegungen zum Beispiel. Aber Emanzipation ist ein sehr, sehr guter Begriff. Warum? Deswegen habe ich auch dieses Bild hier gewählt. Emanzipieren kommt aus dem Lateinischen, kommt von dem Wort Mancipium. Und das Mancipium war der Rechtsbegriff für den Sklaven. Kann jemand Latein hier? Meistens lernt man nur das Wort Servus als Sklave. Servus ist die Person, aber Mancipium ist der Rechtsbegriff, der Mensch als Eigentum. Und ein Mancipium ist praktisch jemanden, den man aus seiner Hand, Mancipere heißt ja in der Hand fassen, mit der Hand fassen, jemanden, den man aus der Hand entlässt. Und wenn Sie sich dieses Bild merken, dann werden Sie hoffentlich nicht mehr vergessen, was Emanzipieren bedeutet. Es bedeutet, auf die Herrschaft über andere zu verzichten. Für mich heißt es auch, um es weniger herrschaftstheoretisch auszudrücken, einfach die legitimen Interessen der anderen berücksichtigen. Das betrifft natürlich Tiere, es betrifft aber auch Menschen. Und insoweit ist dieser emanzipatorische Ansatz natürlich auch ein klassischer Ansatz, ein Anknüpfungspunkt für Menschen, die für soziale Gerechtigkeitsbewegungen eintreten, also klassisch für linke Bewegungen. Und deswegen hat sich die linke Bewegung in der veganen Szene, in der Tierrechtsszene, auch eine sehr, sehr zentrale Bedeutung und eine sehr prägende Rolle immer gespielt. Steht teilweise auch dann eben diesem eher konsumorientierten Ansatz, wie ich ihn vorhin mit den Diäten gezeigt habe, eher kritisch gegenüber, was absolut nachvollziehbar ist. Aber wie gesagt, ich denke, man kann das zusammenfassen unter dem Begriff Rücksicht. Die Rücksicht auf die legitimen Interessen von anderen. Und zwar die von Tieren, die von Menschen. Denn wie ich ja vorhin schon gesagt habe, wenn viele Menschen Tierprodukte essen, werden sehr viele pflanzliche Produkte verwendet, um diese Tiere damit zu füttern. Und woanders hungern die Leute deshalb. Das ist ein Faktor, der da mit reinspielt, sicher nicht der einzige. Geht auch um Verteilungsgerechtigkeit. Es geht auch um Menschen, die in Schlachthöfen arbeiten müssen, was psychisch sehr verstörend sein kann und die dort ausgebeutet werden. Aber veganes Leben bedeutet auch Rücksicht auf die Umwelt, wie ich es vorhin schon geschildert habe, bedeutet Rücksicht auf die eigene Gesundheit und auch auf die eigene Psyche, also Rücksicht auf uns selbst. Warum auf die eigene Psyche? Weil wir Menschen nicht so gestrickt sind, dass wir Tiere töten wollen. Wir lernen das zwar früh, dass es gemacht wird, aber wenn Sie kennen wahrscheinlich dieses berühmte Gleichnis, wenn Sie ein kleines Kind nehmen und einen Apfel und einen Hasen, dann werden Sie nicht lange warten müssen, um zu sehen, dass das Kind nicht den Hasen isst, sondern den Apfel. Wenn Sie das bei einem Löwenbaby machen, sieht es anders aus. Sie kennen alle, oder vielleicht haben Sie schon mal gehört, dieses Löwenargument, wir sind ja Raubtiere, wir Menschen, aber genau das sind wir halt nicht.
Wir haben kein natürliches Verlangen danach, Tiere zu töten. Also wir haben lange von Wurzeln und Nüssen gelebt und Pflanzen in erster Linie, vielleicht hier und da mal ein Ei geklaut, aber das Jagen von Tieren hat lange, lange nicht zu unserer Tierart Mensch gehört. Das ist etwas relativ Neues, in dem Umfang, wie wir es heute haben, etwas sehr Neues. Man muss sich klar machen, dass diese Mengen an Fleisch und tierischen Produkten, wie sie heute gegessen werden, entstanden sind zum einen durch die sogenannte Massentierhaltung, zum anderen aber noch viel trivialer durch die Kühlmöglichkeiten, die es heute gibt. Gäbe es nicht seit 100 Jahren einen Kühlschrank, käme kein Mensch auf die Idee, literweise Milch zu trinken, weil die einfach ständig schlecht würde. Das ist also ganz klar auch eine Frage der Technik, dieser Massentierhaltung, also dieser Tierhaltungslogistik, Tierindustrie und auch der Werbung. Der Werbung, weil es uns reingeklopft wird und wir alles, ich nehme an, alle sind damit aufgewachsen, das sei richtig, das sei normal. Entsprechend schwierig ist es auch, sich davon zu trennen. Ja, es ist eben, wir Menschen sind psychisch, wie gesagt, nicht so gestrickt, dass wir Tiere töten wollen, aber andererseits haben es die meisten von uns gelernt und wir stecken dann in einem Zwiespalt. Ich will das ja haben, ich will das essen, was ich kenne, was mir irgendwie lieb und teuer ist. Das hat Jonathan Safran Foer ja sehr schön dargestellt in seinem Buch Tiere essen, dass wir da kulturell reinwachsen. Wir verbinden angenehme Erinnerungen mit so einem Schnitzel, mit so einem Steak, weil wir einfach mit lieben Leuten um den Tisch gesessen sind, wir sind so aufgewachsen. Gleichzeitig, wenn wir es dann sehen würden, würden wir nicht wollen, dass das Tier dafür so getötet wird, wie es getötet wird. Also gucken wir in der Regel weg. Und das ist ein Zwiespalt, das ist diese sogenannte kognitive Dissonanz und ein veganes Leben löst die eben auf. Um es jetzt mal ein bisschen prägnant zu sagen, ich denke, wer vegan lebt, hat es leichter, im Einklang mit sich selber zu leben. Das meine ich jetzt nicht irgendwie spirituell, sondern es ist einfach so, man muss über dieses Thema nicht mehr nachdenken und das ist ein sehr gutes Gefühl und eine große Erleichterung. Ja, vegan wird gern als Trend bezeichnet. Ich sehe das nicht so und ich fand einen Artikel, den ich vor 2 Jahren gelesen habe im Luxemburger Tagblatt, da sehr erhellend. Das hat der Yves Greis sehr gut dargestellt. Ich habe jetzt nur mal ein Zitat ausgewählt. Ich habe den Artikel aber auch da und ich würde mich freuen, wenn Sie nachher einfach eine Kopie mitnehmen. Er hat geschrieben, Veganismus ist eine politische Einstellung, eine philosophische Weltanschauung und Teil einer sozialen Bewegung und er wird nicht so schnell verschwinden. Es ist kein Trend, der zu Ende geht. Es mag sein, dass der Attila Hildmann-Hype, den es die letzten Jahre gegeben hat, jetzt langsam runterkommt. Das ist auch okay. Wir brauchen vielleicht eine Konsolidierung, aber es wird nicht so sein, dass es einen Rollback gibt. Es wird nicht weniger werden. Es wird langsam und stetig weiter mehr werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Für alle, die das Thema Veganismus und diese grundsätzlichen Fragestellungen, die ich angesprochen habe, noch weiter nachlesen wollen, kann ich nur empfehlen, zum Stand der Tierbefreier hier zu gehen. Die letzten beiden Ausgaben haben sich nämlich genau diesen Themen gewidmet. Das war die März-Ausgabe zum Thema vegan. Was heißt denn eigentlich vegan? Was bedeutet das? Wo kommt es her? Also vieles von dem, was ich jetzt gerade ganz kurz angerissen habe, wird hier sehr ausführlich beschrieben. Und in der ganz aktuellen Ausgabe vom Juni geht es gerade um diese Konditionierung. Wie haben wir denn gelernt, nicht vegan zu leben? Wie haben wir denn gelernt, Tiere zu töten, Tiere zu essen oder Tiere töten zu lassen und zu essen? Das wird hier in der neuen Ausgabe sehr genau beschrieben. Also sehr zu empfehlen, hier auf dem Fest, der Stand der Tierbefreier, die Zeitschrift Tierbefreiung. Und wenn ihr noch Lust habt oder noch Fragen habt, würde ich gerne das hier noch verteilen. Kannst du es einfach mal rumgeben. Es gibt zum Thema Veganismus wie zu anderen Themen auch diese berühmten Bingo-Fragen, Sachen, die jeder, der vegan lebt, kennt, die ja immer wieder gefragt wird. Ich kann jetzt nicht einschätzen, wer hier vegan lebt, wer sich nur dafür interessiert. Das sind sicherlich dann Fragen drauf, für die es eben noch nicht so kennen. Fragen drauf, die ihr auch schon mal gestellt habt. Wir haben noch ein bisschen Zeit, denke ich, und dann können wir darüber jetzt auch noch diskutieren. Ich kann auch noch Antworten drauf geben. Würde mich also freuen, wenn ihr noch Fragen habt. Dankeschön. Was man halt wissen muss, die meisten Halbfertig- oder Fertigprodukte, die es vegan gibt, waren jedenfalls bis vor kurzem alles Bioprodukte, also überwiegend Bioprodukte mit einem entsprechenden Preis. Wer also sowas regelmäßig isst, der muss tief in die Tasche greifen, das ist klar. Aber wenn man aber frisch kocht mit Gemüse, mit Reis und Kartoffeln etc., dann lebt man auch nicht teurer als jeder andere.
Das kann ich nicht beantworten. Also ich bin ein Anhänger der Evolutionstheorie und würde sagen, es gibt keine Bestimmung. Jeder muss seinen Sinn selbst finden. Aber ja, den Sinn selbst finden. Und von daher, ich kann halt nicht einem anderen Lebewesen, empfindsamen Lebewesen, vorschreiben, wann es sein Leben zu beenden hat. Und deswegen kann die Bestimmung eines Schweins nicht sein, für mich zu sterben. Also geht gar nicht. Genauso wenig, wie ich es tolerieren würde, wenn jemand anderer mein Ableben für notwendig erachten würde. Meins ist zum Glück geschützt, das eines Schweins ist ja leider in unserem gesetzlichen Kodex nicht geschützt. Wenn man vegan so definiert, dass niemandem ein Leid dadurch geschieht, dann könnte man argumentieren, irgendwo ein Mensch, der auf den Bergen lebt und der dort sich um eine Herde Kühe kümmert, die Kälber leben lässt, was aber schwierig wird, dazu komme ich gleich, und die nur die überschüssige Milch praktisch abzapft. Das wäre eigentlich ethisch nicht wirklich zu beanstanden. Ja, es ist halt theoretisch und es ist deshalb theoretisch und deswegen sage ich immer, eine vegane Welt ist möglich, eine vegetarische Welt ist nicht möglich. Warum? Um Tierprodukte zu gewinnen für eine vegetarische Ernährung, muss ich Tiere züchten oder halten. Und ich habe natürlich immer 50-50 männlich-weiblich. Aber die meisten dieser Tierprodukte kommen von weiblichen Tieren. Was mache ich mit den ganzen Männern? Das funktioniert einfach nicht. Die überschwemmen mir irgendwann dann tatsächlich mal alles. Dieses etwas absurde Szenario, was man immer wieder hört. Ja, aber wenn wir keine Tiere mehr essen, dann ist ja alles voller Kühe. Nee, wenn wir keine Tiere mehr essen und auch keine Tierprodukte mehr essen, dann gibt es diese Tiere einfach nicht mehr. Bis auf vielleicht eine geringe Anzahl, die in einer Art Museum oder sowas dann noch leben dürfen. Denn bei uns in Deutschland gibt es ja keine Möglichkeit, jetzt Rinder frei leben zu lassen. Das wäre viel zu gefährlich für die Tiere. Ja, aber theoretisch, ja, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Es gibt Vereine, die vermitteln ausgediente Legehennen. Ja. Das heißt, da werden Legehennen befreit aus Betrieben und die dürfen dann bei diesen Menschen im Garten leben. Die nehmen die nicht auf, um die Eier zu haben. Diese Eier fallen aber trotzdem an, weil diese Tiere halt so verzüchtet sind, dass die einfach immer Eier legen. Was macht man mit denen? Das ist ein ethisches Dilemma. Also ich würde es nicht essen wollen, weil ich einfach sage, aus Respekt vor dem Tier, das steht mir nicht an. Aber wenn jetzt zum Beispiel diese Menschen, was weiß ich, Schlangen halten oder andere Tiere, bei denen Leben haben, die mit diesen Eiern ernährt werden können, kann man das ja machen. Die Tiere werden dafür ja nicht extra gezüchtet oder angeschafft. Komplexe Frage, komplexes Thema. Danke. Es gibt zwischen verschiedenen Lebenshöfen auch noch Abstufungen, was die Ziele dieser Höfe sind. Bei Eiderbichl ist halt so ein bisschen wie so ein Schaubauernhof, nur dass die Tiere nicht geschlachtet werden. Ist auch nicht vielleicht unbedingt das tolle Leben. Also ihre eigenen Bedürfnisse ausleben dürfen diese Tiere, glaube ich, auch nicht immer. Und am Anfang, als gut Eiderbichl angefangen hat, gab es ja sogar noch Tiere auf der Speisekarte. Das war ein bisschen arg widersprüchlich. Ja. Machen sie inzwischen aber nicht mehr, soweit ich weiß.